Halli! Verabschiedet euch, na klar, ich wollte gerade begrüßen. Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Absturzzockt Assassin's Creed Odyssey. Und ja, wir müssen ablegen. Wir müssen zu der geheimnisvollen Insel. Wer in der letzten Folge dabei war, der weiß, worum es geht. Wir müssen Segel setzen. Eine, ja, alte Kultur, die den Menschen angeblich das Feuer gebracht hat, erwartet uns. Und ich bin ja ganz stark der Vermutung, dass es sich dabei um Atlantis handelt. Also werden wir das Ganze mal verfolgen hier ein bisschen. Persische Überreste. Mhm. Sehr gut. Wollen wir eine Seeschlacht? Ne, wir wollen jetzt keine Seeschlacht, ne? Wir wollen zu der Insel. Wir machen jetzt keine Seeschlacht. Also, das Bauwerk befindet sich auf der Insel. Es liegt im westlichen Teil. Und eine große Tür schützt den Eingang. Treibgut ist immer gut. Nein, wir lassen jetzt auch alle Nebenquests liegen. Wir machen die Hauptmission. Denn es steht ja Red Dead Redemption in den Startlöchern. Und das bedeutet, dass wir bei Assassin's Creed wirklich der Hauptmission mal ein bisschen folgen. Okay, dann machen die doch die Segel hoch. Leute, ich hab gesagt, wir machen zur Hauptmission. Mein Gott, dass die nicht auf mich hören können hier. Gut, wir könnten jetzt ein Schiff nach dem anderen kapern da drüben, entern, tralala, hoppala. Haben wir ja alles schon gesehen. Das machen wir mal nebenbei live. Diese ganzen unentdeckten Orte erkunden. Das machen wir in einem schönen Livestream, so 3-4 Stunden. Da reisen wir dann mal rum. Und dann erkunden wir das alles. Genauso den versunkenen Tempel der Aphrodite. Ich weiß mal merken auf der Karte. Sieht man das? Sieht man das eigentlich auf der Karte? Ja, sieht man hier die Zeichen, gut. Und hier war das andere. Jawohl, schön. Ja, wie gesagt, das machen wir dann mal, ne? Wenn mal Ruhe ist, wenn mal Zeit ist. Apropos Ruhe und Zeit. Schön, dass ihr Ruhe und Zeit gefunden habt, hier wieder einzuschalten. Zu Assassin's Creed Odyssey. Ich weiß nicht, wann ihr das Video schaut. Ob jetzt gleich früh mit oder am Nachmittag. Auf jeden Fall. Die Bucht von Marathon liegt vor uns. Marathon. Du weißt, die Schlacht, in der eine Handvoll Athener die erste persische Invasion zurückschlug. Ja. Der große Themistokles. König Dareios von Persien. Ich weiß nicht. Der Ort, wo der große Theseus den kretischen Stier erschlug. Oh, das Marathon! Ihr seid hoffnungslos. Okay, Alexios hat keine Ahnung. Oh, Piraten? Mach die Ruder bereit! Alter! Kleinen Ratten. Ich wollte das nicht tun. Ich wollte zur Hauptmission segeln. Halt! Die Maschine macht es durch. Hey! Ratte. So, ich glaube, das waren zwei Piratenschiffe, ne? Eins möchten wir uns noch holen. Oh, ich hoffe, der steht wieder auf. Weil das war einer von unseren Leuten. Eine Position bleibt unbesetzt! Los! Totenschütz! Bereit! Sperre und Entern, jawohl. Da steht er wieder, habt ihr gesehen? Hier ist er wieder. Athena. Na kommt, ich will Entern. Dreht mal bei. Ah.
Ich will hier hoch. Das Schiff treibt ab. Warum treibt das Schiff ab? Okay, meine Leute scheinen schon drüben zu sein. Jetzt. So, ihr Ratten. Ich komme. Alter. So. Schwuppdiwupp, alle wieder rüber. Gut, Odessa hat auch mitgekämpft. Sehr geil. Alle da? Alle vollzählig? Ja, der Athena ist da, Odessa ist da. Sehr schön. Noch ein Schiff. Tja, wer kann mehr Pfeile verschießen, ihr Ratten? Kommt ihr zu mir oder soll ich zu euch kommen? So, jetzt Bremse. Pfeile bereit! Ich habe das Gefühl, dass dies nicht unser letztes Gefecht gewesen ist. Ja, ich habe das gleiche Gefühl, Barnabas. Jetzt holen wir uns erstmal die Piraten hier. Auf geht's, Sparta. Boah, Alter. Komm her. Weg mit dir. Ist halt schön, du kannst die ins Wasser treten und dann, ja, treiben die da erstmal ein bisschen rum. Jetzt beeilen, schnell noch die Schätze mitnehmen, ehe das Schiff auseinanderbricht. Zurück an Bord und weiter zur Hauptmission. Wir kommen dem Treibboot näher. Stella! So, und jetzt aber weg hier. Da hinten ist die mysteriöse Insel. Da müssen wir noch hin. Also am Marathon sind wir auch schon vorbeigesegelt. Da können wir überall noch hin. Das sind jetzt keine Piraten dort, ne? Das sind Handelsschiffe. Schön, ich habe nämlich vor der Folge mal mein ganzes Zeug, was ich so gesammelt habe, das ganze Holz. Ich wollte dich schon lange etwas fragen. Dein Speer, wie hast du ihn gefunden? Mutter sagte, die Spartaner hätten ihn von der Schlacht bei den Thermopylen zurückgebracht. Warum ihn ihr zurückbringen? Leonidas war ihr Vater. Unglaublich. Der Speer schenkt dir Visionen. Vielleicht will er dich führen, dir einen Weg zeigen. Werner, er hilft mir in der Schlacht. Wie genau? Ich kann es kaum beschreiben. Es ist, als kenne ich die nächste Aktion meines Gegners. Schon bevor sie passiert. Faszinierend. Das ist wirklich außergewöhnlich. Wir nähern uns der Insel Andros, Alexios. Ja, dort kann man das Grab des größten Myrmidonen, Achilleus, sehen. Ich bin etwas mehr davon beeindruckt, dass Andros den teuersten Marmor in der ganzen Welt exportiert. Okay. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Na dann.
hilf mir. Da irgendwo da. Na dann, auf geht's. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Das mysteriöse Bauwerk. Ist es eine Vorläuferstätte? Das kommt jetzt natürlich dazu. Assassin's Creed, ne? Aber ist dies eine Vorläuferstätte? Bin gespannt. Wir haben ja schon die Pyramide gesehen. Den Eden-Gegenstand, um den es geht. Und dieses Tor erinnert mich arg an Horizon Zero Dawn. Okay. Ist das eine Tür? Die haben dich mal ausreden lassen. Wie kommt man da rein? Ich frage mich, ob... Der Speer? Schön, mein weißer Ladebildschirm. Nicht immer die schwarzen. Gefällt mir. Der junge Alexios. Wer ist da? Zeig dich! Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab, ich weiß, Martha. Du wirst immer besser und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß, aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer! Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Ich hab was gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt, in unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist ein Krieger. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Nun, dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. So bekam er also den Speer. Unser Held Alexios. Ich habe dich nicht vergessen. Bei den Göttern. Wer hat all das erbaut? Okay. Tatsächlich. Es sieht wirklich aus wie eine Vorläuferstätte. Wie ist sowas überhaupt möglich? Schaut mal. Die Zeichen hier. Erinnert euch an das Finale von Black Flag oder an das Finale von Syndicate. Wie soll ich sowas jemandem wie Markus erklären? Die Laserstrahlen, die aus der Wand kamen. Die Energiestrahlen, das ist eine Vorläuferstätte.
Da drüben leuchtet etwas. Und somit finden wir jetzt auch den Zusammenhang zu Assassin's Creed. Die Scherbe der Pyramide. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Nullübertragung. Kontakt aufgenommen. Oha. Schauen wir mal nach den Tipps. Okay, die Schmiede hat synchronisiert. Sind wir jetzt wieder in der Gegenwart? Sind wir bei Leila? Tatsache. Dimas. Die Schmiede. Ich wusste es, ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht, das bestätigt es. Alexios hat ISO-Technologie nicht nur besessen, er konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Alexios zurückgehst. Wenn du drauf bestehst, aber nur weil ich draußen noch etwas zu tun habe. Bitte krieg einfach den Kopf frei. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Leiterin unserer Zelle uns im Sicker-Effekt aufspießt, weil sie uns für Hethiter oder Thraker hält. Tu ich nicht. Aber Thraker feiern tolle Partys. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. So, Frau Doktor, wie fühlst du dich jetzt, wo der Stab zum Greifen nahe ist? Ich glaube, dass dieser Stab wichtig ist. Aber Templer und Assassinen haben schon früher Edenstäbe gefunden. Nikolai Tesla hat einen in Russland gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist was anderes. Wenn es stimmt, was ich in Ägypten sah, kontrolliert dieser Stab nicht den Verstand, sondern die Physik. Stell dir vor, wir könnten die Regeln des Universums umschreiben. Der Speer, den du gefunden hast, ist hier und er macht gar nichts. Der Speer gehört zu einer Blutlinie. Leonidas, Alexios und Demos, ich meine Cassandra. Sie hatten eine spezielle Verbindung zu ihm. Bist du denn sicher, dass du den Hermesstab benutzen kannst? Nein, aber wenn die Templer ihn kriegen, suchen sie so lange, bis sie jemand finden, der es kann. Und, was hältst du von meinem neuen Animus? Du meinst unserem neuen Animus? Das ist Abstergo-Equipment. Dessen Innenleben ich bis ins kleinste Detail modifiziert habe. Es ist ein Prototyp der Brayman-Version mit optimierten Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Ultraportabel mit mehr Rechenpower als die NASA und CERN zusammen. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. Okay, Leila. Hast du definitiv schön gebaut? Also hier können wir zurückgehen. Oh, tut mir leid. Adler sind prima, aber interessierter Affe wäre noch cooler. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Hui. Was haben wir hier? Okay, das sind Daten. Was haben wir denn an Mädchen? Das verlorene Buch von Herodotus. Der Speer des Leonidas. Würde ich nicht für die Assassinen arbeiten, würde ich es nicht glauben. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Aber mit ein bisschen Glück und viel Recherche haben wir den archäologischen Fund des Jahrhunderts gemacht. Oder wir hätten, wenn es nicht geheim wäre. Nicht schlecht. Faszinierend. Leila, ist es zu glauben, dass wir Herodotos persönlich treffen?
Ist es. Und der redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Passt das, was ich gesehen habe, zu deinen Recherchen? Ich musste den Animus anpassen, um das Buch als Referenz nutzen zu können. Dieses Buch ist ein verlorenes Werk von Herodotos. Er hat quasi das Konzept der Geschichtsschreibung erfunden. Und andere Persönlichkeiten passen auch. Kleon, Perikles, die Möglichkeit, die Geschichte selbst zu erleben. Deshalb bin ich bei den Assassinen. Für die meisten ist es wohl Gerechtigkeit oder von Dächern springen. Aber Geschichte ist auch cool. Ich liebe Geschichte, seit mein Opa mir Geschichten über seinen Opa in Irland erzählt hat. Er war ein Seemann und Abenteurer, also setze ich quasi die Familientradition fort. Ich hatte so ein Glück. Man schafft sich sein Glück selbst. Warum sagen mir das immer alle? Also ich traf Herodotos, aber ich weiß nicht viel über ihn. Er ist brillant. Seine Historien gelten als das wichtigste Werk über das klassische Griechenland. Leute haben Karriere gemacht, nur weil sie seine Worte neu interpretiert haben. Ihn in seiner Welt zu sehen, durch seine Polis zu gehen und... Tut mir leid. Er ist so eine Art Held für mich. Lass das Fangirl ruhig raus. Yay! Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Okay. Motorola. Wie läuft es da draußen? Gut. Keine Gefahr in Sicht. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, unsere Arbeitsweisen sind kompatibel. Bist du noch sauer wegen des letzten Zusammenstoßes mit Abstergo? Es tut mir leid, mir war nicht klar, wie steil diese Hügel in Quebec sind. Aber hey, deine Yakuza-Reflexe haben uns gerettet. Sorry, Ex-Yakuza. Wir leben noch und unsere Wunden sind verheilt. Das ist alles, was zählt. Ganz genau. Ich kehre in den Animus zurück und folge Herodotos Spur, um den Stab zu finden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Entscheidungen. Man kann nie wissen, welche richtig sind. Du hast eine der Bruderschaften geleitet. Was würdest du tun? Einen Schritt nach dem anderen. Beobachte, dann handle. Oder bring alle um und durchsuch sie nach Antworten. Deine Wahl. Danke für die Rückendeckung, Kiyoshi. Ich lass dich mal arbeiten. Ich melde mich, falls Abstergo auftaucht. Der liebe, gute Kiyoshi. Sieht aus wie Third Echelon. Oder war es Ford? Schade, dass wir gehen mussten, ohne Karibu zu trinken. So, was gibt's hier noch? Alter, ein Easter Egg? Die Rabbits? Hahaha, wie geil. Okay. Na gut, na dann. Haben wir schon aus dem Fenster haben geguckt, ne? Hier. Ich frag mich, ob die Fries London wiedererkennen würden. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Und wir haben es ja extra vorher gespielt. Syndicate, weil wir eben wieder jetzt in London sind. Ich frag mich, ob die Fries London wiedererkennen würden. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Na gut. Bist du sicher, dass du schon in den Animus zurückkehren willst? Ich habe das Gefühl, du wirst ziemlich lange da drin sein. Ja, ich bin bereit, wieder zu Alexios zu werden. Alles klar. Ich passe auf dich auf. Da sind wir in London. Im letzten Let's Play waren wir noch in der Vergangenheit. Und jetzt in der Gegenwart in London. Diese Stadt wird uns wohl nicht loslassen. Wir reisen zurück in den Animus. Wie geil. Eine lange Ladesequenz. Könnt euch auch links die Tipps, ne, durchlesen. Da steht auch manchmal was über Geschichte dabei.
So. Und dann bin ich mal gespannt, was wir in der Vorläuferstätte noch entdecken. Mein Speer ist jetzt besser. Der Kult hat keine Chance. Hui, wie geil. Der Speer des Leonidas. Verbessere den Speer des Leonidas hier in der Schmiede von Hephaistos mit Fragmenten von Artefakten. Durch die Verbesserung erhöhst du deinen Adrenalin und schaltest mächtigere Fähigkeiten frei. Sammle Artefaktfragmente von besiegten Mitgliedern des Kults des Kosmos. Benutze das Questmenü, um deinen Fortschritt bezüglich weiterer Speerverbesserungen zu überprüfen. Na, da schauen wir mal. Wir haben 1 von 3, können wir 3 mal, also ihr seht es hier. Wir können das immer stärker machen. So, Fernkampf machen wir jetzt nicht. Rasches Attentat, naja gut. Wir machen unsere normalen Attentate ein bisschen stärker dann, ne? Gut, Leute, dann in der nächsten Folge erkunden wir weiter die Insel. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.